Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Ja, Freunde, das letzte Mal habe ich euch gefragt, ja, wer hat denn Schuld an dieser ganzen Sache? Ist es die Hexe Abigail, mit der wir vor ein paar Minuten noch rumgevögelt haben? die allerdings so ein kleiner Drahtzieher war, so ein bisschen das die Medikamente verkauft hat, das Gift und so. Oder sind es doch eher die Dorfbewohner? Ja, und es war relativ eindeutig, ich würde mal sagen zu so 90-95%, habt ihr mir gesagt, das Dorf, die ganzen Leute sind die Schuldigen. Genauso hätte ich auch geantwortet, sehe ich genauso, habe ich damals gemacht, werde ich auch heute tun, denn das ist eure Wahl. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl, ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Genau, geht nach Hause. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos. Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein! Sie wollen uns töten. Habt keine Angst. Da ist sie! Verbrennt die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen! Fürchtet euch nicht! Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten! Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier, sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Ja Mensch, wir haben uns entschieden und das sieht doch mal nach einem, ja, Endgegnerkampf aus. Und ich würde einfach mal sagen, wir gehen zum Gruppenkampf über, wenn hier schon die kleinen Mini-Bargäste sind, dass wir die relativ schnell loswerden. Oh mein Gott, und Abigail ist auch mitten im Kampf und, ach verdammt, sie ist tot, ey. Konnte ich das verhindern? Ich weiß es nicht. Jetzt mach doch was, Geralt. Das ist ja furchtbar. Abigail ist tot. Super, haben wir uns ja fast umsonst für sie eingesetzt. Egal. Wir versuchen jetzt, diese Bestie zu killen. Hallo, warum kann ich nichts machen? Was ist denn los? Hallo? Ja, Bestie, hier, bitte. Oh, und schon wieder kommen diese Bargäste nach, die nerven mich. Ich will mich um die Bestie kümmern. Na komm, ich bin irgendwie in einer schlechten Situation. Toll. Na, das finde ich jetzt ungeschickt. Ja, ich muss laden. Was ist denn da los? Ich war irgendwie gelähmt? Oder soll ich das... Wie soll ich das besser beschreiben? Keine Ahnung, ihr habt es gesehen. Ich hatte so ein Sperr-Icon gehabt, nach dem Motto, ich kann jetzt nicht angreifen. Uncool. Das Problem ist nämlich, dass wir jetzt wahrscheinlich wieder direkt vor das Gespräch kommen. Und natürlich bleiben wir bei unserer Meinung. Aber ich kann mir nichts einpfeifen. Also ein Regenerationstrank wäre jetzt wirklich wichtig. So, wir klicken das jetzt nochmal schnell weg. Das war das letzte Gespräch.
Ihr habt so. Nein. So. Wir haben es genauso gemacht wie das letzte Mal, also. Seit Anbeginn der Zeit. Und das würde ich gerne wegklicken, wenn das möglich ist. Danke. Okay, das geht wenigstens schnell. Aber hey, das kann ja aber nicht angehen hier, dass wir hier verrecken. Komm. Ja, jetzt bin ich wieder. Moment, was habe ich denn jetzt gerade? Ich kann nichts machen in dem Moment. Ich bin absolut gelähmt. So, warte mal. Ich versuche jetzt mal, mich hier ein bisschen umzuschauen, aber das Feuer grenzt uns voll ein. Momentan ist sonst nichts da. Vielleicht ist das ein guter Moment, weil hier ist eine Pause. Ich weiß, es ist blöd, aber ich versuche jetzt schnell eine Schwalbe zu trinken. So. Ich weiß, was das ist. Danke. Und los geht's. Abigail lebt noch übrigens. Vielleicht können wir es ja schaffen, ohne dass sie stirbt. Aber ich bin fast schon wieder tot. Schaut es euch an. Ich muss ein bisschen Leben farmen, auch wenn es doof klingt. Na komm. Das ist doch jetzt kindisch, hier jetzt wie so ein bekackter Kerl hier die ganze Zeit rumzulaufen, bis der Lebensbalken wieder voll ist. Ich meine, zum Glück sind wir schnell genug. Die Hunde haben Beschäftigung. Ja, jetzt sind wir schon fast wieder voll. Kann es sein, dass Abigail mich heilt? Das kommt mir fast so vor. Na egal. Komm, Gruppenkampf jetzt und weiter. Komm. Ah, ich bin schon wieder... Was ist mit mir los? Was habe ich gerade? Schwalbe? Nee, ich verstehe den Status nicht. Das robbt mich immer so übelst runter. Aber ist jetzt gar nicht so schlimm, weil ich habe die Aggro. Abigail lebt immer noch. Und sie hat mich eben schon wieder geheilt. Ich liebe sie dafür. Ich muss unbedingt meinen Dank da nochmal aussprechen. Und ich möchte eigentlich auf das eigentliche Problem. Genau. Danke. Bevor es zu spät ist. Komm, weiter. Mach diese Bestie fertig. Wie viel hatten die noch? Ich sehe es gar nicht. Aber ich glaube, der hat nicht mehr viel. Kann das sein? Abigail lebt immer noch sehr gut. Komm, nochmal starken Angriff auf die Bestie jetzt. Komm, mach doch was, Geralt. Menno, du bist schon wieder fast tot. Mensch, du kickst mich an. Immer so ein Flammenschaden, der so lang hält. Ah. Abigail, mach mal Heilung, bitte. Abigail. Ich brauch Heilung. Es sind schon wieder zu viele Höllenhunde. Ich muss schon wieder auf Gruppenkampf dann wechseln, leider. Danke. Komm. Jawohl. Geht doch. Oh, Geralt. Komm, hör auf. Ich kann nichts machen. Das ist so nervig. Komm. Ich bin schon wieder fast tot, hey. Ich muss weg. Ich muss weg, bis mich Abigail heilt. Aber alles noch im grünen Bereich. Hauptsache, sie lebt noch. Danke. Und los. Es ist wirklich ultra kurz, dass ich diesen Kettenkombo ausnutzen kann. Jetzt, nein, das ist schon wieder viel zu viel. Ich muss hier weg. Oh mein Gott. Was ist das für eine Fail-Nummer? Er ist aber auch schwer. Mal ohne Mist. Dieses Anhängselzeug, ey, wie das nervt. Shit, Mann. Abigail, lebst du noch? Gib mir Heilung. Abigail. Scheiße, sie ist tot. Och, Mann. Das ist echt nicht einfach. Okay, muss ich das jetzt irgendwie noch alleine schaffen? Oh, Leute, das wird echt blöd. Ich habe das gar nicht so schwer in Erinnerung, diesen Kampf hier. Wenn ich doch nur ein Silberschwert hätte, aber nee. Vielleicht hätte ich noch... Ah! Nein! Nein! Geh dem Feuer weg, Geralt, Mann! Bin ich fast umzingelt hier. Oh, wie lächerlich war das denn eben? Och, Mann. Ich wollte gleich wieder zum Angriff über und jetzt... Ja, das ist alles nur nicht episch. Es tut mir leid. Aber egal. Ich versuche zu überleben. Vielleicht will ich mir noch einen Trank einpfeifen. Wir haben jetzt die Hälfte der Energie. Eine Katze wird mir hier nichts bringen, aber ich würde gerne meine Angriffe zu parieren und auszuweichen. Ja, komm, das kann doch gar nicht schaden. Rein mit. Ich hätte mich davor buffen müssen. Das ist jetzt mein Fehler. Was ist denn? Komm, lauf. Was ist denn jetzt schon wieder? Was macht denn Geralt? Ich weiß, dass du halb tot bist. Das ist mir schon... Ja, Feuer. Das ist mir schon klar. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass ich hier so einen Slow-Mo-Effekt habe, wenn ich diesen Trank einnehme. Oder liegt es an meinem Toxin? Ihr seht da oben links, der ist unglaublich hoch, der Toxinwert. Daran könnte das auch liegen. Oh, verdammt, ey. Heute klappt ja mal gar nichts. Das ist das erste Mal, dass ich so richtig abfähle bei Witcher. Aber eigentlich, der Toxinwert ist ja noch nicht am Maximum. Es muss doch noch gemächlich sein, oder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall dürfte ich mir nichts mehr einfalten. So viel steht schon mal fest.
Aber ich regeneriere so unglaublich langsam. Och Mann, das macht doch keinen Spaß so. Ich glaube, er normalisiert sich langsam wieder. Ich bin mir nicht sicher. Ich werde zum Gruppenkampf übergehen und versuchen, diese Mistviecher... Nee, irgendwas stimmt da nicht, oder? Oh, ich glaube, wir haben die Bestie. Ist die Bestie tot? Oh, und sie lebt noch. Wunderbar. Warte, was wollt ihr jetzt? Lasst ihr uns in Ruhe? Ich habe hier gerade... unter Höllenqualen... Was ist denn jetzt los? Das war euer letzter Fehler, dass ihr dieser Hure geholfen habt. Sterbt, verfluchter Mutant! Ich habe genügend Kraft für euch beide. Odo, greift euch die Mistgabel! Ja, das sagst du, dass ich genügend Kraft... Oh, wir sind voll regeneriert. Okay, dann habe ich keine Sorge mehr. Sogar Brock greift uns an. Ich glaube, es geht los. Brock, Odo und der Geistliche, alle auf uns. Jetzt reicht's mir aber mit euch. So. Zum Glück wurde ich voll geheilt. Ich mache mir jetzt überhaupt keine Sorgen. Ja, eigentlich könnte ich den Kampf wechseln, weil ich bin ja mehr mit Brock gerade beschäftigt. Also dieses Slow-Mo, das nervt mich ein bisschen. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt gut ist. Dieser Trank, ich weiß ja nicht. Irgendwie macht er auch gerade gar nichts. Hallo? Jetzt töte doch mal Brock. Oder ist das ein Schneller? Kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Brock ein Schneller ist, aber anscheinend... So, dann machen wir halt einer nach dem anderen. Odo ist aber doch kein Schneller, oder? Ist kein... Doch, okay, gut. Egal. Mach ich halt alle im schnellen Modus. Soll mir recht sein. Mensch, erst habe ich euch geholfen, habe alles gemacht, habe mit euch gesoffen, mit euch gefeiert, euren scheiß Garten aufgeräumt und jetzt dankt ihr es mir so. Ihr seid richtige kleine Assis, ey. So richtig. Vor allem du, Geistlicher, ey, mit deinem fetten Hammer. Das fällt dir ein. Ihr habt es nicht anders verdient. Ja, es wäre ganz anders abgelaufen, wenn wir der Hexe... wenn wir es uns gegen die Hexe gestellt hätten. Dann hätten wir dieses Dorf in Ruhe gelassen. Abigail, du lebst noch. Und ich bin irgendwie total bescheuert gerade und habe so hässliche Effekte, die ich nicht mehr loswerde. Egal, bevor ich mit dir rede, schaue ich mir mal den Loot an. Das ist schon mal nicht schlecht. 120 Gold, hier nochmal 100, jawohl. 250 und ein Freibrief. Ich nehme es mal mit, ich gucke es mir später an. Die Spur des Salamandra, aha. Okay. Was wäre ohne eure Hilfe aus mir geworden, Geralt? Ich bin froh, dass ihr mir glauben konntet. Ja, ich bin auch froh. Also wir haben uns, also meiner Meinung nach, definitiv für das Richtige entschieden und auch für das Schwierigere, weil eine Hexe hätten wir schnell getötet, mal ehrlich, aber ein halbes Dorf abgeschlachtet. jo. Wer wäre ich denn sonst? Hab Dank und lebt wohl. Ja, so viel dazu. Somit haben wir auch, glaube ich, Kapitel 1 abgeschlossen. Wir gucken uns noch den Lied der Bestie an. Aha. Ektoplasma, Todesstaub und der Bargesschädel. Nehmen wir natürlich alles mit, genauso wie die kleinen Viecher. Gott, wie mich dieses Gift gerade abnervt, dieser Effekt. Aber naja, es wird sich ja alles mit der Zeit wieder abbauen. Ich denke doch mal, dass wir jetzt richtig was geschafft haben. Deswegen mache ich mal schnell einen Quickie. Vision. Und Zeug sammeln. Das hat sich ja mal richtig gut gelohnt. Was soll ich jetzt machen? Kann ich gehen? Ach, ich brauche so einen Pass, ne? Ich brauche so einen Pass, damit ich in die Stadt kann. Aber hier liegt noch Unmengen von Zeug. Nehmen wir alles mit. So. Oh Gott, ey, habe ich so viel geschnetzelt? Ja, kein Wunder, dass das so schwer war. So, war noch ein paar... Nee, das meiste waren diese Hundis. Merkt man ja an dem Blut. Da hinten. Oh, ey, so viel. Ja, alles in Flammen. Das war mal ein Dorf, möchte ich meinen. Ich kann nichts dafür. Also doch, ich kann schon was dafür, aber es war mehr als gerecht. So, verschlossene Tür. Ja, da will ich sowieso nicht mehr rein. Das Haus ist mir ein bisschen zu heiß. Das Fass können wir uns noch kurz angucken, aber... So. Okay. Ja Mensch, das Einzige, was wir jetzt nicht gemacht haben, wir haben der einen alte Frau...
der alten Frau kein Schweinefleisch gegeben. Ich hoffe, man verzeiht mir das. Ein Quest war es sowieso nicht, aber no, es wären halt Informationen gewesen, die uns jetzt aber sowieso nichts mehr bringen. So viel ist sicher. So, war das nicht so, dass ich nachts Migul... Oh, was liegt denn hier alles? Ah, nichts für uns. Nachts wollten wir doch mal Migul treffen. Der wollte uns doch, glaube ich, einen Pass geben. Oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Wollte Migul uns auch an der... Schinkenbrot, lecker. Wollte der uns auch an der Mühle treffen? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich bin voll. Ich muss unbedingt was ändern. Wo sind wir gerade? Hier will ich eigentlich nicht hin. Ich möchte zum Fleischhändler. Genau. Ich glaube nicht, dass der jetzt noch aktiv ist, aber wir wollen dahin, weil da ist auch die Mühle. Vielleicht ist da jetzt gerade unser Migul, damit wir endlich in die Stadt können, weil hier ist echt nichts mehr zu machen. Wir haben ja alles mehr oder weniger demoliert. Hier liegen noch einmal Überreste. Mal gucken, ob ich da noch was mitnehmen kann. Ein Bargesschädel, ne. Haben wir eh genug davon. Okay. Ja, dann mal los. Ey, das Gift hält unglaublich lange an. Das muss doch jetzt langsam sich ein bisschen abbauen, oder? Alle tot, schaut euch an. Also, das war ja nicht nur ich. Eieiei, also... Wer weiß, ob es anders gelaufen wäre, wenn wir die Hexe getötet hätten. Aber ich glaub's ja eher nicht. Weil die Bestie ist ja so oder so da. Wir wissen, warum sie erschienen ist. Da konnte die Hexe nichts dafür. Wir haben das Richtige getan, meiner Meinung nach. Was für ein Blutbad hier. Ey, das ganze Umland einfach nur kaputt. Nee, also hier ist echt nichts mehr zu machen, außer Leichen zu begraben. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es jetzt endlich nach Vizima zu kommen. Genau das probieren wir jetzt. Oh, wie mich das Gift nervt, ey. Komm. Kann ich da irgendwas nachlesen? Aktuell 88, maximal 100. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir 100 haben. Ob wir dann sterben oder keine Ahnung. Interessiert mich auch nicht. Ich werde keinen Trank mehr einnehmen, solange das so hoch ist. Bin mir sicher. Wir haben es ja dann irgendwie doch geschafft. Immerhin. Och nö, ich habe jetzt echt keinen Bock auf Ertrunkene, ey. Ich bin hier auch falsch. Ich will doch zur Mühle. Da muss ich erst über die Brücke und dann nach rechts. Zu doof. Vielleicht aber auch lassen die mich jetzt automatisch durch und das mit Migul hat sich erledigt. Deswegen werde ich mal mit der Stadtwache reden. Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Mal gucken, was sie sagen. Kein Durchlass. Wenn ihr einen Brief habt, geht zu Migul. Okay, wir müssen, wenn wir einen Brief haben zu Migul, vielleicht haben wir den Brief sogar schon. Da hinten ist Migul. Der wartet tatsächlich da, wo wir uns verabredet haben. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt. Aha. Ja. Habe ich mit dir schon gewürfelt? Ja, ne? Ja, genau. Wir warten auf einen stärkeren Gegner. Migul, ich muss in die Stadt. Ich habe einen Pass. Ich wollte noch sagen, ich entschuldige mich, Hexer. Entschuldigt euch bei Ilsa, Migul. Jo. Feldwebel, der Hexer ist hier, der, von dem ich euch erzählt habe. Wen haben wir denn hier, Migul? Ist das der Mann, den wir suchen? Jawohl, Feldwebel, das ist die dreckige Missgeburt der Hexer. Danke. Ein Gotteslästerer und Betrüger, habe ich recht? Ja. Er fragte, wer in die Stadt darf. Und dann kam er mit diesem Freibrief des Ordens daher. Wenn der ein Ritter des Ordens ist, dann bin ich Prinzessin Adda. Hurensohn. Leute, lasst mich doch einfach mal gehen. Lasst mich in Ruhe. Ich will doch nur in die Scheißstadt. Kerker. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ernsthaft? Kapitel 2. Hey, lasst mich hier raus! Ich bin unschuldig!
Diese 5 Pfund Fistech waren für den persönlichen Gebrauch. Hey, Wärter, verlegt mich wenigstens. Ich will nicht bei den Politischen sein. Politik weicht einem das Hirn auf. Ich bin ein anständiger Dieb. Lasst mich raus! Schnauze! Ich bin beschäftigt! Still, Jethro! Wollt ihr mich umbringen? Dieser Dieb nervt mich! Dieb, genau! Und ich bin hier bei den Politischen. Skandalös! Hey, Schnauze! Hört auf zu kreischen! Oder ich poliere euch beim Leben meiner Mutter die Fresse! Absolut großartig. Was habt ihr denn für ein Problem, Weißling? Wollt ihr den Visima tanzen? Na kommt schon, nehmt die Fäuste hoch! Jethro, öffnet die Zelle. Angst? Weich wie Butter? Kommt schon, Weißling, zeigt, was ihr drauf habt. Zurück. Was zum... Wollt ihr kämpfen oder nicht? Professor, Bewegung, ihr seid frei. Welch eine Ironie. Erneut kreuzen sich unsere Wege. So nah und doch so fern. Keine Angst, Hexer. Wir sehen uns wieder. Das versichere ich euch. Ihr macht einen Fehler. Dieser Mann ist ein Mörder. Ihr begreift die Grundregeln nicht, nach denen diese Welt funktioniert. Ihr seid ein genetisch veränderter Mörder, der in der modernen Gesellschaft keinen Platz hat. Aber um dieses Problem kümmern wir uns nächstes Mal. Lebt wohl. Ich kann's kaum erwarten. Ja, super, Leute. Wir sind im Knast. Wir haben aufgegeben. Wir sind immer noch total toxiniert. Oder vergiftet, um es einfach auszudrücken. Nee, oder? Uns wurde alles abgenommen. Wir hatten das Inventar voll. Ach, Leute. Bin ich jetzt richtig böse von euch. Hä? 611 Gold? Wir hatten doch mehr. Wir hatten doch viel mehr. Jetzt veräppelt mich nicht. Oder habe ich nochmal Geld ausgegeben? Im letzten Part. Nee, für was denn? Okay, das ist verwirrend, aber das lasse ich einfach mal so im Raum stehen. Vielleicht klärt sich später noch auf. Denn Geld bringt uns in der Zelle eh nichts. Nur keine Aufregung. Jo, das ist anscheinend so eine richtig große Gruppenzelle. Habt ihr die Pampe gekostet, die hier Essen genannt wird? Noch nicht, aber ich will sie vielleicht auch gar nicht kennenlernen. Morgen ist mein großer Tag. Warum seid ihr hier, Elf? Ich genieße die letzten Stunden meines Lebens. Jedenfalls versuche ich es. Morgen werde ich hängen. Ich habe eine Bitte. Ich habe Spiele schon immer gemocht und Jethro hat mir meine Würfel gelassen. Wenn ihr keine habt, leihe ich euch meine. Ernsthaft, du willst jetzt spielen? Ja, okay, wir haben ja im Grunde nichts Besseres zu tun, aber hey, das sind Pipi-Beträge, also machen wir gleich mal 5 hier. So, muss sich ja lohnen. Na gut, dann spielen wir halt mal eine kleine Knastrunde. Und das ist ein Pärchen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Ein Zweierpärchen. Und er macht eine. Ist das eine Straße, was er hat? Moment mal. 3, 4, 5, 6. Nee, es ist noch keine Straße, aber das bessere Pärchen. Ist mir egal. Ich werde es voll erhöhen hier. Und weiter im Text. Vielleicht kriegen wir einen Drilling. Komm. Ja! Wir haben einen Drilling, Leute. Aber was macht er? Wenn er jetzt natürlich auch einen Drilling bekommt, haben wir verloren. Das reicht nicht. 2 Pärchen, das ist der Sieg für mich. Wunderbar. Nochmal bitte. Jo, das ist gut. Wir haben 2 Pärchen. Oh, er hat ein Full House. Er hat jetzt schon ein Full House. Ja, leck mich am Käppel. Was will ich denn da machen, außer auch auf ein Full House zu spekulieren? Ich gehe volles Risiko. Aber nee, das bringt mir gar nichts, Leute. Selbst wenn ich ein Full House hätte, er würde gewinnen. Er hat das bessere Full House. Mit dem Drilling. Shit, und die Sechser. Das kann ich vergessen. Scheiße. Shit. 2, 3 auf Straße bringt auch nichts. Es bringt nichts. Ich muss was anderes probieren. Weil, wie gesagt, würde ich das jetzt würfeln, im besten Fall kommt eine 5 raus, reicht's nicht gegen ihn. Das reicht nicht. Deswegen versuche es anders. Ich hoffe auf einen Vierling, würde ich sagen. Auf einen 5er Vierling, dann würde ich es schaffen.
Aber das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. Nee, bleibt beim Drilling. Keine Chance. Er macht wahrscheinlich gar nichts. Ja. Nächste und entscheidende Runde jetzt. Na komm. Super, ich hab gar nichts. Toll. Und er? Ein Pärchen. Lass mich da aber nicht aus der Ruhe bringen. Warte mal, ich hab 1, 2, 3. Was ist? Ich mag Straßen einfach nicht bei diesem Würfelpoker. Kann ich mich nicht mit anfreunden? Ich tendiere dazu. Er hat nur ein Pärchen. Ich schmeiß alle nochmal. Komm, was soll's. Das ist ein Pärchen. Und das ist ein schwächeres wie seins. Das heißt, ich habe verloren. Schade. Jetzt hat er sogar zwei. Nochmal bitte. Hört zu, ihr Maden. Der König in seiner unendlichen Gnade gewährt jedem eine Amnestie, der die Gorgo in den Kloaken bezwingt. Wie bitte? Wie wär's mit dem halben Königreich und der Hand der Prinzessin? Yay. Sehr witzig, Hexer. Ich warne euch. Politische Witze bringen schnell Ärger. Ich werde das Ungeheuer töten. Zu spät. Es gibt einen anderen Freiwilligen. Ich bin der bessere Kandidat. Der komische Typ da in der Ecke behauptet, dass er sie mit bloßen Händen besiegen kann. Welcher Typ? Juhu! Dieser Fettwanst? Ihr macht Witze. Hexe, bei mir hier unten haben alle die gleichen Rechte, sogar die dümmsten. Ihr wollt Freiheit? Dann kämpft darum. Der Sieger darf es mit der Gorgo aufnehmen. Ein Kinderspiel. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal gegen ihn prügeln, damit wir gegen die Gorgo kämpfen können. Und das könnte eventuell unser Freilass sein. Ja Mensch, das ist ein Plan, aber ich habe Spiele schon immer gemocht. Ich kann mich damit nicht abfinden, dass du mich besiegt hast. Vielleicht bist du wichtig, damit die Storyquest vorangeht. Deswegen, noch einmal probier's. Ist halt auch Glücksspiel. Jo. Und danach werden wir uns mal mit dem Typen beschäftigen, der unbedingt die Gorgo besiegen will. Das fängt doch schon mal gut an. Wir haben einen Drilling. Wenn auch einen schwachen. Und, oh nein, komm, Mann. Ach, ja, schon gut. Okay. Er hat den deutlich besseren Drilling. Ich hoffe jetzt einfach auf den Vierling. Weil dann bringen ihm die 3er, 6er auch nichts. Verdammt. Das war nix. Wir haben verloren. Menno! Ja, komm, piens nicht. Noch einmal. Woo! Also wenn wir das nicht gewinnen, weiß ich auch nicht. Okay. Ah, unfassbar, er hat auch einen Vierling. Er hat auch einen Vierling. Und das heißt, wenn er jetzt das Glück hat und vielleicht einen Fünfling macht, dann sieht's übel für mich aus. Aber vielleicht mache ich das ja auch. Mal gucken. Nein, ich mache es nicht. Jetzt muss ich echt hoffen, dass er keine 2 bekommt, sonst war's das. Komm. Oh, ein Glück. 1-1, wieder eine entscheidende Runde. Jetzt aber. Ja, das sieht gut. Ja, das sieht sehr gut aus. Zwei richtig gute Pärchen und er hat nur ein Pärchen. Wunderbar. Gleich weitermachen. Vielleicht schaffen wir ein richtig schönes, großes Full House. Na? Nee, leider nicht. Aber zwei richtig gute Pärchen. Das muss er erstmal übertreffen. Wenn ich Pech habe, macht er jetzt einen Drilling. Nein! Er macht sogar einen Vier. Och, Mann! Jetzt. Kannst du mich mal. Er hat keinen Namen. Ich denke mal, die Storyquest geht durch ihn nicht weiter. Jetzt habe ich halt mal verloren. Was ist denn los? Seid ihr alle schon müde oder was? Hallo? Steht auf, ihr faulen Säcke. Habt ihr die Pampe gekostet, die hier Essen genannt wird? Nein, nach wie vor nicht. Trete zurück. Wir sind anständige Diebe, keine politischen. Ja, trotzdem ein bisschen im Knast. Wer da wohl gesungen hat? Wer hat denn hier gesungen? Keine Ahnung. Wer läuft hier rum? Hallo, wer bist du? Das ist Arnold, meine Ratte. Der Arnold. Da muss etwas geschehen. Los doch. Ich kann nicht den ganzen Tag warten. Okay, Muskelmann, du willst also gegen diese Dingens kämpfen? Ich glaube eher nein. Ich besiege euch, dann erschlage ich diese Echse und bin frei. Gehen wir es an.
Jo, wenn, weil wenn was einfach war, dann war es ja dieses Spielchen hier. Blocken und wenn er fertig ist, angreifen. So. Batch. So, das erste Mal getroffen und wieder. Also das ist wirklich ein bisschen sehr plump und einfach. Da kann man fast nichts falsch machen. Na, aber ich treffe ihn gerade auch nicht. Ja, komm, ey. Schlag halt nicht in deinen fetten Wanz, sondern in sein Gesicht. Das tut deutlich mehr weh. So, da mache ich mir aber überhaupt keine Sorgen. Denn dann haben wir gleich diesen Muskelmann. Das ist ja wirklich sehr einfach. Na komm, au, jetzt habe ich auch mal eine gefetzt bekommen. Aber nicht schlimm. Und das war's. Herr Geralt, beruhig dich. Ich weiß, du hast einen zuckenden Arm. Geralt, dein Gegner liegt auf dem Boden. Hunsfort! Ohne eure Zauber hättet ihr mich nie... Hä? Ich habe euch das Leben gerettet. Mit der Gorgo ist nicht zu spaßen. Nächstes Mal bezieht ihr die Prügel. Ich habe überhaupt keine Zauber benutzt, du Affenarsch. So, jetzt müssen wir mal mit Vincent sprechen. Mich juckt's in den Fingern, jemandem eine reinzuholen. Ja, hast du ja gerade versucht. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Ich bin fast stolz auf mich. Wollt ihr jetzt die Bestie töten oder nur hier herumstehen? Ich brauche eine Waffe. Wie es der Zufall will, haben wir kürzlich ein Hexerschwert beschlagen. Ach nee. Wo? Das geht euch nichts an. Jesro! Oh. Ja, mit dem Silberschwert. Das Schwert, das wir bei Thala gefunden haben? Halt den Rand, Idiot. Ja, genau das Schwert. Kann ich es haben? Holt es bei Jesro. Der Rest der Ausrüstung bleibt bis zu eurer Rückkehr in Verwahrung, wenn ihr überlebt. Gut. Noch etwas. Für den Kopf des Ungeheuers bezahle ich extra, wenn er unbeschädigt ist. Ich gebe mein Bestes. Ja, Mensch, das ist ja interessant. Es ging nicht um unser Hexerschwert, sondern um ein anderes. Wahrscheinlich um diesen Berengar. Und wir haben, ja genau, wir haben ja jetzt auch Info bekommen, dass dieser Thaler das verwertet hat. Also muss ja mit Berengar irgendwas zu tun zu haben. Und wir haben ein Silberschwert, Freunde. Ist das nicht geil? Endlich haben Monster deutlich, deutlich schlechtere Karten. Gut, gut. Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt euch das Recht erkämpft, die Bestie zu töten. Ich bin fast stolz auf mich. Das haben wir toll gemacht, ne, Geralt? Ich sehe aber gerade, du kannst es noch nicht ausrüsten. Wo ist es? Wir haben es ja noch gar nicht, oder muss ich sie erstmal holen? Hallo? Das Schwert, wo war es doch gleich? Beeilt euch. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, wir haben auch einen Trank konfisziert. Wenn ihr die Aufgabe erledigt habt, könnt ihr eure Habseligkeiten hinter den Gitterstäben abholen. Ich werde danach fragen. Dann hole ich den Professor. Blödsinn. Der Professor macht nur die Drecksarbeit. Wenn ihr was bewirken wollt, müsst ihr gegen seinen Boss vorgehen. Ich bezweifle allerdings, dass es euch gelingt. Er ist ein wichtiger Mann. Er hat Bewegungen. Ihr meint Beziehungen. Ich suche ihn. Vorher müsst ihr eure Begegnung mit der Gorgo überstehen. Passt auf meine Sachen auf. Ich bin bald wieder hier und möchte alles wiederhaben. Bewegungen, also, okay. Ja, passt schön drauf auf. Wir sind in den Kloaken, ein kleiner Dungeon. Und wenn wir es überleben, dann kriegen wir alles wieder, was wir zuvor abgenommen haben. Was machen die denn da? Schmeckt's? Hi! Mensch, Geralt, beim Essen stört man aber nicht. Das kennt ihr bestimmt auch, ey. Gerade ist das Essen fertig, dann ruft jemand an oder es klingt jemand an der Tür. Kennt doch jeder, oder? Scheint sind diese komischen Leichenfresser da genauso. Würdest du... Geralt, was machst du? Du sollst in das scheiß Wasser gehen, danke, und den Leichnam plündern. So, geht doch.
Wir haben, warum auch immer, auf einmal genug Platz hier im Inventar. Deswegen stell dich nicht so an. Jetzt kannst du wieder raus. Wir machen mal einen kurzen Blick auf die Minimap und sehen nicht viel. Okay. Jo, eine Gorgo gilt es also zu töten. Hallo? Ah, hat doch geklappt. Immer noch über das wenige Gold ein bisschen verwirrt, muss ich ehrlich sagen. Aber egal. Was denn jetzt? Oh, ihr seid ein Hexer? Oh, ja. Weißes Haar, vertikale Pupillen. Zeichen einer Mutation. Spart euch das ärztliche Gutachten. Vergebt mir, ich wollte euch nicht kränken. Ich bin Siegfried, ein Ritter vom Orden der Flammenrose. Ich bin Geralt. Ich habe viel Gutes über die Kampfesfertigkeiten von Hexern gehört. Wenn es euch nichts ausmacht, ich habe hier noch was zu tun und möchte es schnell erledigen. Eine Gorgo? Darum bin nämlich ich hier. Reden wir. Ja? Okay, ein komischer Kauz, das sieht ein bisschen seltsam aus, aber... Will der die Gorgo töten können? Na ja, mal schauen. Glaubt ihr, ihr könnt die Gorgo töten? Die heilige Flamme leitet mich. Was veranlasst euch, auf der Jagd nach einer Bestie in die Kloaken hinabzusteigen? Sie bedroht Vizima. Der Orden kämpft schon seit langer Zeit gegen Bestien. Und zwar recht wirkungsvoll. Wartet. Das ist Hexerarbeit. Ihr Hexer seid Relikte im Aussterben begriffen. Ihr seid keine Konkurrenz. Der Orden verlangt nichts dafür, dass er Menschen beschützt. Dann finanzieren wohl Feen eure Rüstung und Burgen. Ich will mich nicht streiten. Wir sind beide hier. Kein Grund zu warten, bis man an der Reihe ist. Zumal hier auch Ertrunkene lauern. Verbünden wir uns stattdessen. Ich würde gern eure Kampfesfertigkeiten sehen und versichere euch, dass euch mein Schwert zur Verfügung steht. Ja, ganz ehrlich, ich habe überhaupt nichts dagegen, dass ich einen Verbündeten habe, weil das hat man selten in dem Spiel. Und, es kann ja nur einfacher werden, von daher. Einverstanden. Gehen wir. Ihr geht voran. Der ist gerade was aufgeplätschelt. Ach, ich war ein Ertrunkener, wie schön. Silberschwert des Hexers. Ihr besitzt nun ein Silberschwert, das wirkungsvoll gegen magische Bestien und Ungeheuer ist. Das Stahlschwert ist effektiv gegen Menschen und Tiere. Jo, das habe ich ja auch schon ein paar Mal erwähnt und jetzt können wir es auch ausrüsten. Und oh, wow, wow. Was ist hier los? Wir machen am besten gleich mal einen Gruppenkampf hier. Jetzt haben wir das Silberschwert leider noch nicht so perfektioniert und ausgeskillt. Aber ist egal, wir werden diese paar Ertrunkenen ja doch jetzt hoffentlich überleben. Hallo? Der gelacht hier nicht. So, da lohnt es sich jetzt nicht nochmal zu wechseln. Wir machen die einfach fertig. Ich hoffe, dir geht's gut, du Flammenrosen-Typi. Du bist tot, ne? Okay. Gut, dann können wir diese Ertrunkenen nochmal ein bisschen farmen. Es gibt immer diese Gehirne, die wir eigentlich nicht mehr brauchen. Und wie mich diese Toxin... Die Toxizität. Wie sie mich anpasst. Ja. Wo muss ich denn hin? Ich könnte nach links weiter. Da ist ein Gorgonennest. Der Ausgang zum Tempelbezirk und der Nachladepunkt. Dann gucken wir doch jetzt erstmal hier hinten. Das klingt nämlich fast so, als wäre hier gar nichts mehr. Aber ich sehe hier ein Zeichen der Macht. Ist aber für Geralt uninteressant, weil er nicht durchkommt. Es sei denn... Aha, ich komme da durch, oder? Perfekt. Ja, jetzt gehen wir aus dem Wasser raus. Anscheinend hat mein Freund einen Gegner bekommen. Der schafft das schon. Mach ich mir jetzt keinen Kopf. Ich hätte gern dieses Zeichen der Macht benutzt. Hallo? Das Ort der Macht, Entschuldigung. Ihr habt einen Ort der Macht gefunden. Was möchtet ihr tun? Ja, hey, sieht so stylisch aus, wie Geralts Kopf glüht mit dem Ding. Als wäre er so unglaublich magisch beseelt. Hey, also am liebsten würde ich es einfach mitnehmen. Aber nee, wir führen es nochmal durch. Da haben wir schon mal. Jetzt gibt es einen Buff. Jo, und wieder ist die Intensität um 100% gestiegen. Es bringt gar nichts, weil ich es nicht benutze. Andererseits, ich wollte schon immer mal meinen Feuerball ausprobieren. Und wisst ihr was? Genau das mache ich jetzt. So. Ui, das war er. Nochmal, ich will nochmal. Komm. Geht gar nicht. Das kostet nämlich ein bisschen viel, wie ihr da oben links seht. War aber wirkungsvoll. Hat gut was weggebatcht hier. Hat mir gefallen. Wir unterhalten uns später. Die Gorgo ist ein gefährlicher Gegner. Na gut, wenn du das sagst.
Jo, hier ist sonst nichts mehr, oder? Kann ich hier durch? Oh. Abgeschlossen, schade. Ich hätte gedacht, da geht es jetzt optional ein bisschen weiter. Ja, es tut mir leid, wenn das ein bisschen dunkel bei euch ist. Eventuell schraube ich das nachträglich noch hoch. Also ich sehe hier nicht so viel. Aber danke, Siegfried, dass du mir ein bisschen Licht spendest. Das ist gerade echt nötig. Oh. Hier ist eine Feuerstelle. Ich glaube, die benutzen wir jetzt. Das wäre ein schöner Abschluss für den Part. Gehen wir doch mal rein und gucken. Denn wir haben jetzt ein Silberschwert und das wäre der perfekte Moment, um das ein bisschen zu leveln. Wir haben nämlich 7 Bronzetalente übrig und wir sind kurz davor, einen neuen Titel zu bekommen. Sehr schön. Gehen wir über in schnelles Silber. Das ist hier nämlich sehr oft der Fall. Schaden plus 20%. Perfekt. Und Schaden 5... Ja, machen wir das hier. So, und nochmal plus 50% wirkt nur, wenn Geralt geblendet ist. Das ist ja Schwachsinn. Dann gehe ich mal über in den Gruppen. Silber. 20% höher. Das klingt gut. Und Schaden 25%. Ja, es läuft. So, und jetzt noch starkes Silber zum Schluss. Dann nehmen wir dann einfach mal das. So, wunderbar. Dann schlaf eine Runde. Und wir schlafen auch eine Runde, Freunde. In ein paar Nächten bzw. Tagen geht's dann weiter mit dem Hexer Geralt, mit Siegfried und dieser hässlichen Kloake. Auf dass wir nicht nur Ertrunkene töten, so wie jetzt gerade, sondern auch unser eigentliches Ziel und somit unser Ticket in die Freiheit, damit wir endgültig uns in Visima umschauen können. Wünscht mir Glück. Glück. Bis dahin, macht's gut und freut euch drauf, wenn es wieder heißt Let's Play The Witcher.